Hallo, mein Name ist Katharina Ceylan-Bukup und ich bin Sprecherin. Ich komme gerade aus dem Tonstudio der Klangwerker in Bochum und habe dort den dokumentarischen Teil des Hörbuches Ganz unten von Günter Wallraff aufgenommen. Das Ganze ist eine Produktion für Audio to Go und wird in diesem Jahr veröffentlicht anlässlich des 80. Geburtstages von Günter Wallraff. Ja, und ich würde ganz gerne noch ein, zwei Dinge zu diesem Buch sagen. Einfach aus dem Grund, weil mich dieses Buch auch sehr berührt hat. Mich hat berührt in diesem Buch dieser unglaubliche Mut Günter Wallraffs, den er damals hatte, sich in den 80er Jahren als Arbeiter Ali zu verkleiden und unter wirklich schwierigsten Umständen widrigste Arbeiten über sich ergehen lassen zu müssen. Und mich hat sehr berührt dieser unglaubliche Ausländerhass, der damals in Deutschland Türken entgegengebracht worden ist. Ja, und weil ich selber sehr nah an diesem Thema dran bin, ich habe selber in eine türkische Familie hineingeheiratet, habe ich mich natürlich gefragt, was hat sich seitdem verändert? Und ich glaube schon, dass ich relativ erleichternd sagen kann, dass sich doch viel getan hat seitdem und auch viel verändert hat. Und ich glaube schon, dass das Miteinander heute zwischen Deutschen und Türken in Deutschland besser läuft und harmonischer ist. Aber natürlich, es gibt immer ein Aber, gibt es auch noch sehr, sehr viele Vorurteile, die nach wie vor da sind. Und es ist so wichtig, dass wir diese Vorurteile einfach abbauen müssen. Und ich glaube, dafür ist es gut, dass wir solche Bücher lesen, wie das von Günter Wallraff, um einfach immer wieder uns bewusst zu machen und zu verstehen, dass jeder Mensch einfach seine Geschichte hat und jede Geschichte ist es auch wert, angehört zu werden. Und ich glaube, erst wenn wir die Geschichten der Leute kennen und die Hintergründe kennen und also miteinander sprechen und zuhören, dann beugen wir Vorurteilen vor oder bauen sie ab oder lassen sie gar nicht erst entstehen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel am Ende, dass wir auch Ausländerfeindlichkeit keinen Raum geben können. Ja, das waren eigentlich so meine ersten Gedanken, zu diesem Buch. Ich bin sehr froh, dass ich ein Teil dieses wirklich tollen Projektes sein darf. Ja, und lade euch damit herzlich ein, dazu, reinzuhören in das Hörbuch und auch gerne, wenn ihr möchtet, es zu kommentieren oder zu schreiben oder auch mir zu schreiben und zu sagen, wie ihr darüber denkt. Ich wünsche euch viel Freude und ja, bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Liebe.